Warum gibst du 60 Euro dafür aus, dass du 60 Euro PSN-Guthaben hast? Geh einfach auf ineba.com. Schau dir an, welche PSN-Karte du haben willst. Schau dir an, welches Spiel du haben möchtest. Für eine 50 Euro PSN-Karte zahlst du über 12 Euro weniger mit dem Code Chappy. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen. Kurz die Stimme ölen. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Es ist Neujahr, frohes neues Jahr, frohe Weihnachten nachträglich. Herzlichen Glückwunsch für die, die Geburtstag hatten und so weiter und so fort. Ihr habt bestimmt sehnsüchtig gewartet. Chappy ist wieder da mit komplett aufgeladenem Akku, Energie, Lust, Laune, allem Möglichen. Die Weihnachtstage waren für uns alle mit Sicherheit so ein bisschen anders als sonst die letzten Jahre. Einige konnten es ganz entspannt angehen. Großballern waren Silvester auch nicht. Auf jeden Fall ballern wir jetzt wieder Content raus. Das heißt, an dieser Stelle, Leute, wenn ihr schon morgen ein Video darüber sehen wollt, wie man mit einer einzigen Idee und einer einzigen Sache, ohne Reverse Boosten, ohne alles, in Warzone auch entspannte Lobbys bekommen kann, dann drückt jetzt auf Like. Wenn wir bis morgen 200 Likes schaffen, bis 18 Uhr, werde ich, so wahr ich hier sitze, um 18 Uhr das Video über Warzone hochladen. Es ist bereit, es ist eure Entscheidung, ob ihr es sofort sehen wollt oder später. Kommen wir aber zu einer kurzen Neuigkeit. Und zwar, Leute, haben wir auf Amazon mit Loot Gaming jeden anderen Händler, bis auf Level Up, die einfach riesengroß sind, von der Verkaufsliste runtergehauen. Mit euren Ideen, Käufen, euren Eindrücken zu den Geschmäckern dazu. 150 Mal ist der Code Chappy25 genutzt worden, 25% Rabatt bei Loot Gaming Booster. Und bisher habe ich noch keinen erlebt, der gesagt hat, es ist nicht geil, es ist nicht sein Geschmack. Vielen Dank dafür, Leute. Mehr Werbung gibt es dafür gar nicht heute. Wir kommen zum Thema des Videos. Und das ist tatsächlich dieses Mal keine Eigenproduktion. Wer hätte es geglaubt? Auch ich mache mal etwas nicht selber. Exclusive Ace hat vor 3 Tagen ein Video hochgeladen. Ich werde euch den Link unten reinschicken. Ihr könnt, wenn ihr Englisch fließend sprecht, euch gerne das auch auf Englisch angucken. Ich kann ihn nur wirklich jedes Mal empfehlen. Er hat sich angeguckt, warum ist der Harp, der Orbi, der V-Set, warum hat der so Probleme? Das habt ihr vielleicht beim Zocken schon mal mitbekommen. Viele von euch haben mich bei Instagram, wo ihr mir gerne folgen könnt, auch schon mal angeschrieben. Und wir haben gemeinsam ein bisschen versucht herauszufinden, was ist das Problem eigentlich? Und beim Orbi ist irgendwie ein Problem immer wieder aufgetaucht. Manche Gegner werden trotz Orbi, egal ob sie Geist oder nicht Geist haben, Geist hat auch keine Auswirkungen auf den Orbitalsatelliten, sind nicht angezeigt worden auf der Karte. Das habe ich schon häufig gehabt, dass ich auf einer richtig guten Streak war, ruft den Hater, verlass mich auf das, was ich auf dem Radar sehe, und plötzlich taucht ein Gegner vor mir auf und killt mich und die Streak ist vorbei. Und ich habe, und das könnt ihr mir glauben oder nicht, ziemlich lange versucht herauszufinden, wonach richtet sich das, dass einige Gegner auf dem Orbi, also auf dem Radar, nicht angezeigt werden und andere schon. Und es war, mal wurden alle angezeigt, mal nur 3, mal 4, mal 2, mal lange, mal kurz. Es war total durcheinander. Ich persönlich konnte nicht herausfinden, warum. Exclusive Ace hat sich diese Frage ebenfalls gestellt und hat diese Testung auch gemacht. Und er hat, wie auch immer er es dann gemacht hat, es rausgefunden. Der Orbitalsatellit hat, so wie er aktuell ist, 2 dicke, fette Probleme. Er ist also broken. Das erste, wenn ihr im Hardcore-Modus spielt, habt ihr ja in der Regel kein Radar. Es heißt also, ihr müsst eine Drohne erspielen oder ein Orbi, damit euch das Radar angezeigt wird. Und auf dem Radar werden die Gegner dann mit den Punkten oder Pfeilen beim Orbi ganz normal angezeigt. So ist die normale Funktionsweise in Hardcore in jedem COD bisher gewesen. Hier ist es aber so, dass wenn ihr den Orbi ruft, während ihr Hardcore spielt, ihr keine Minimap bekommt. Das heißt, der Orbi ist für nichts sozusagen. Das ist mit Sicherheit nicht beabsichtigt, sondern wieder einer dieser Bugs, die niemals bisher großartig gefixt worden sind, weil Treyarch da wirklich anscheinend nicht mehr hinterherkommt oder. Das heißt, die Lösung für Hardcore könnt ihr alles bei Exclusive Ace auch sehen. Ich gebe euch das erstmal wieder und dann ein paar Neuigkeiten, die ihr da noch nicht gesehen habt. Die Lösung bei Hardcore für euch ist, wenn ihr alleine spielt und ein Orbi dabei habt und eine Drohne, die solltet ihr dann immer dabei haben, gerade in Hardcore. Bevor ihr den Hater ruft, ruft erst die Drohne und dann den Hater oder den Hater und dann sofort die Drohne hinterher. So wird dann zumindest die Minimap angezeigt und auf der Minimap die normalen roten Pfeile der Gegner. Ruft ihr im Hardcore-Modus den Orbi ganz normal, ohne eine Drohne und kein Teammate von euch ruft eine Drohne, habt ihr wirklich Pech gehabt, der Orbi ist erschwitzt, erspielt und ihr seht nichts.
Das zweite Problem, das betrifft jeden Spielmodus. Aus den verschiedensten Gründen passiert es in jedem Modi, dass verschiedene Gegner, egal welches Loadout sie haben, nicht angezeigt werden, obwohl ihr den Orbi ruft. Und da hab ich mich wochenlang eigentlich schon gefragt, seitdem der Orbi da ist, weil ich es nicht kapiert habe und habe irgendwann gedacht, das wäre random, Zufall, mal ist es so, mal ist es nicht. Es gibt zwei Grundbedingungen, wie das Ganze entsteht und da werden viele von euch lachen. Das Field Upgrade Jammer ist ja eigentlich dafür gedacht, auf der Karte einen kleinen Bereich zu haben, wo eure Karte gestört ist, ein bisschen wie eine Mini-Konterdrohne. Die verbirgt dann auch Gegner und Mitspieler auf diesem Bereich, so dass da eigentlich die Funktionsweise ganz klar ist. Wenn ihr jetzt aber den Orbi ruft und irgendwo auf der Karte stellt ihr einen Jammer auf oder das Gegnerteam, werden alle Gegner von euch, egal ob sie im Bereich eures Jammers sind oder waren oder in deren eigenen Bereich oder in einem Jammer von einem eurer Teammates, nicht mehr angezeigt in diesem Leben. Das heißt, ich könnte mit dem Bug noch leben, dass wenn die einen Jammer aufstellen, dass da irgendwo die Codierung falsch ist und der Jammer, auch wenn er später verschwindet, den Gegner vom Orbitalsatelliten schützt. Das ist dann nicht beabsichtigt, das ist dann einfach schlecht programmiert. Was ja aber gar nicht geht und überhaupt nicht sein kann, ist, dass wenn in eurem Jammer ein Gegner entlangläuft, in eurem, dass er dann auf dem Orbi auch nicht mehr angezeigt wird während des gesamten Lebens. Und es geht noch weiter, wenn, das habe ich jetzt ein bisschen weiter getestet, wenn am Anfang der Runde in der ersten Halbzeit irgendjemand einen Jammer aufstellt und der Gegner oder die Gegner durch den Bereich des Jammers laufen und dieser Jammer durch irgendeinen zerstört wird, durch euch selber oder ein Gegner, wenn es ein eurer war, sorgt es dafür, dass jeder Gegner, der in dieser ersten Halbzeit durch diesen Jammer gelaufen ist, die ganze Runde, auch in der zweiten Halbzeit, von einem Orbi dann nicht mehr angezeigt wird, egal wie oft er stirbt. Ihr könnt das gerne mal im privaten Modus testen. Ich habe das nämlich so gemacht, weil ich gerne wissen wollte, ob da vielleicht noch ein paar mehr Probleme sind. Verstehen kann ich das überhaupt nicht. Und das ist ein ganz klares Problem, was wir aktuell haben. Kein Game-Breaking-Problem, aber eins, was einem viel Spaß rauben kann. Der Orbi ist gerade mit so einem strikten Skill-Based Matchmaking eine Streak, die man sich irgendwie verdienen muss. Auch wenn die Streaks und die Punkte nach dem Tod nicht zurückgesetzt werden, für viele von euch, weiß ich, ist es trotzdem ein gewisses Stück Arbeit, 6000 Punkte zu erreichen, um den Orbitalsatelliten freispielen zu können. Und er soll dann gefälligst auch die 40 Sekunden alle Gegner anzeigen. Und wenn ihr sie tötet, soll er sie gleich wieder anzeigen. So wie es aktuell aber ist, sobald irgendein Jammer auf die Karte gesetzt wird und der Orbitalsatellit gerufen wird, verschwindet der Gegner von der Minimap und ihr seht ihn nicht mehr. Wenn er aber jetzt zum Beispiel durch den Jammer gelaufen ist und ihr ruft eine Drohne, dann seht ihr ihn. Das heißt, die Drohne ist in dem Moment wertvoller als der Orbitalsatellit, als der Harp. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wie man das Ganze fixen kann, gibt ja zwei Optionen. Spielt ihr alleine, spielt am besten mit keinem Jammer. Spielt ihr alleine, macht eure Minikarte auf, guckt auf der Map, ob gerade ein Jammer aktiv ist, von euren Teammates oder von den Gegnern. Wenn keiner aktiv ist, schnell euren Orbi rufen und hoffen, dass keiner einen Jammer einsetzt. Wenn ihr im Team spielt, sollte keiner von euch mit dem Jammer als Field Upgrade spielen. Nehmt lieber Trophy Systems mit, meinetwegen auch dieses Akustikmikrofon, von mir aus auch irgendetwas anderes, aber kein Jammer. Ihr werdet um eure eigene Leistung betrogen, indem nämlich die Gegner, obwohl es eure Ausrüstung ist, auf dem Orbi später nicht mehr angezeigt werden. Generell, Leute, ist es nicht so tragisch. Es ist nicht der Weltuntergang, aber es ist einfach nervig, dass so etwas von Content-Creatern wie Exclusive Ace rausgefunden werden muss, was der Grund... Aber es ist einfach nervig, dass Content-Creator wie Exclusive Ace oder wie Drifter oder wie Jagert oder ich oder sonst wer solche Dinge rausfinden müssen und die Probleme und die Gründe finden müssen, bis solche Sachen am Ende gepatcht werden. Exclusive Ace hatte an Activision geschrieben, ich habe das gleiche gemacht mit meinen Testungen und habe denen auch das Video dazu geschickt. Ich hoffe, der Fix für das Ganze kommt relativ zügig. Ich glaube, dass Activision da mit Treyarch nicht super 100% hinterher ist, weil sie ungefähr eine Milliarde andere Probleme haben, die sie aktuell auch noch lösen müssen. Ich grüße nur die DMR-Zone bzw. Diamati-Zone. Warzone hat jetzt für die Meta-Waffen ein kleines Update bekommen. Dazu kommen wir in einem anderen Video, wie das ausgesehen hat und. Ich habe auch noch ein bisschen was nachzu...
Ich habe auch noch ein bisschen was nachzuarbeiten. Generell Leute, mit dem Video habt ihr alle Infos, warum euer Orbi manchmal Macken hat, warum es so aussieht, als wenn ihr irgendwie blind auf einmal werdet. Ihr könnt nichts dafür, ihr könnt nicht viel dagegen machen. Wenn das ganze Gegnerteam mit Jammern spielt, dann kriegt ihr mit eurem Orbitalsatelliten gar nichts zu sehen. Das heißt, ich hoffe, euch haben die Infos ein bisschen gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Ich würde mich riesig drüber freuen. Ich habe noch unglaublich viele Ankündigungen und Sachen für euch, die euch mit Sicherheit noch interessieren werden. Die werden alle Stück für Stück kommen. Wir haben ein großes Jahr vor uns. Ich bin raus. Haut rein.